Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der wie immer unterwegs ist und heute auf der zweiten Etappe des Jura, der Jura-Route in der Schweiz, ja, hier in Saint-Ursanne. Ja, sieht doch eine tolle Kulisse hier vom Campingplatz. Das Einzige, der Berg ist so ein bisschen im Weg wegen der Sonne. Ja, und hier im Tal ist es richtig klamm. Ja, der Tag war ja sehr warm und die Nacht, ja, so 10 Grad. Da ist eine Menge Tau. Was da anfällt, das muss erstmal trocknen, deswegen warte ich jetzt noch. Es ist jetzt kurz nach 7. Die Sonne kommt langsam rum, am gegenüberliegenden Berghang ist sie schon. Ja, also langsam kommt sie runter, ich muss es trocknen lassen, das ist richtig nass. Ja, und es war eine schöne, ruhige Nacht. Da weiß ich natürlich da oben die Bahnstrecke, aber da ist auch der Bahnhof, da fährt die Bahn ganz langsam hin und her, das habe ich nicht gemerkt. Ja, und habe sehr gut geschlafen, eine sehr ruhige Nacht. Bis auf das Nachbarzelt. Ja, irgendeiner hat dann eine Luftmatratze, eine Isomatte, die unheimlich knirscht. Wow, wenn der sich bewegt hat, da weiß ich nicht. Das war echt schrecklich. Das hätte ich, da weiß man nicht, ob es die erste Tour ist, aber die hätte ich schon längst aussortiert. Naja, ich fahre heute weiter, wie gesagt, auf der Jura-Route. Es geht gleich in die Vollen. Es geht gleich da bei dem Viadukt. Irgendwo da oben längs und dann über den Berg weg von der Dub. Ganzes Stück wieder weg von hier, ca. 90 Kilometer ungefähr habe ich geplant. Bisschen mehr Höhenmeter wie gestern. Wetter bleibt dasselbe. Richtig klasse, besser kann es nicht sein. Wow, und ruhig. Ja, ein ruhiges Tal hier werde ich jetzt verlassen. Schätze mal so in der Stunde werde ich alles zusammengepackt haben, wenn das Zelt getrocknet ist, hoffe ich. Ja, und dann geht's weiter auf der Jura-Route und ich glaube, es wird schöne Bilder geben. Ja, und dann wünsche ich viel Spaß dabei. Still remember when you walked into the room. Think I knew right then that it was always you. Something in your eyes, it was all so true. Every step I took, they all led to you. We were young and running free. We were never meant to be, but I could not see you go. 'Cause of you. I will love you in the dark. And if you ever fall out, please don't leave me out. 'Cause I will love you till I'm gone. If you just hold on. Jetzt bin ich 6 Kilometer gefahren. Eigentlich nur bergauf. Richtig heftig. Ganz hoch bin ich noch nicht, aber wow, gleich im Start, ja, so ein riesen Hügel hinauf. Ja, man kann schon Berg sagen, wie man hier so sieht. Richtig geil. Wow, was eine Aussicht. Bin noch nicht ganz oben, aber das wird auch nicht so richtig hoch wieder runter gehen. Das ist wie so ein Sägeblatt heute. Ja, immer höher und wieder runter. Oh, die Tausender Marke werde ich heute auch noch knacken. Aber hier, da. Das ist doch toll. Dieses entschädigt doch. Da unten ist der Fluss. Ganz da hinten ist der Campingplatz um die Ecke. Aber trotzdem, es macht trotzdem Spaß, Leute. Wenn man hier oben ankommt und dann diese Aussicht genießen kann. Wow. Ja, der Campingplatz hat 17 Franken gekostet, also 17 Euro. Völlig okay. Ja, okay, man ist ein bisschen wieder auf dem Präsentierteller da, aber. Wow, bin schnell eingeschlafen, weil wie gesagt, war ja ruhig da. Ja, die Eisenbahn hat man auch nicht gehört. Alles top. Naja, weiter geht's. Ja, auf dem Sägeblatt hoch und runter. Something in your
this free and I would never let you go. Ich kann mich hier nur wiederholen, es ist einfach nur grandios, dieser Weg. Ja, es ist sehr schwer, ich habe schon wieder einige Zacken hinter mir. Auf 1000 Meter über dem Meer war ich auch gerade immer ganz kurz. Aber ich kann nur sagen, wow. Die jetzt sind so gerade so schön, die Wiesen am Blühen. Manche mehr, manche weniger und immer unterschiedliche Blüten. Das ist einfach nur krass, dass ich hier längs fahren kann oder darf, eher gesagt. Ist echt toll. Ich freue mich auf den Rest des Tages ungemein. Auch wenn es echt schwer ist. Aber wow. Hui. Warm ist es zum Glück nicht gerade. Es ist also nicht heiß. Richtig angenehm. Eine Brise geht. Ach, es ist einfach nur geil. Ich muss es sagen, es ist einfach nur geil. Unglaublich schwer, aber wunderschön. Na, weiter geht's. Da war doch tatsächlich mal ein Lebensmittelgeschäft offen. Schöne kalte Cola, das tat so gut. Oh, ganz hoch. Ja, diesen Ort, der liegt auf 1000 Meter Höhe. Aber naja, jetzt geht's vielleicht auch wieder erstmal runter. So got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me. Im Moment befinde ich mich hier auf einer Umleitung. Eigentlich geht's da unten tallängs, aber die Straße ist gesperrt. Ui, dafür geht's hier oben längs mit Aussicht. Aber auch extra Höhenmeter und Kilometer. Na ja, toll. Aber schön ist es. Already over.
too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear. It will kill me when you leave and close my door. Wieder ein Höhepunkt. Das war gerade der Mont Soleil. Wow, 1240 Meter hoch. Ich glaube, das ist auch der höchste Punkt auf der gesamten Tour. Aber das ist echt Wahnsinn. Ja, hier ist echt richtig was los. Hier ist irgendeine Veranstaltung auch. Ja, das ist ein Aussichtspunkt oder sowas. Hüpfburg ist jetzt gerade da, ins Festzelt. Ja, Pfingsten ist ja auch. Wow. Ja, da oben brannte die Hütte sozusagen. Auch kein schöner Platz da, dass man sich da hinsetzen konnte in Ruhe. Hier ist es jetzt ein bisschen ruhiger. Oh, war ein steiler Anstieg wieder, aber da war gerade genau eine Wolke vor der Sonne, dass es nicht ganz so heiß war. Ja, ich esse wieder hier nur einen Thunfischsalat, den ich mitgenommen habe, eine Cola. Oh, und dann geht's weiter. Jetzt geht's vermehrt bergab. Also so allgemein bergab. Ja, Stiche nach oben gibt es immer noch. Ich habe auch gerade erst die Hälfte. Ich habe irgendwie 43 Kilometer geschafft. Das ist jetzt eins. Ja, anstrengend, aber wunderschön. Wahnsinnig ist das hier. Naja, erstmal Happa, Essen. Und dann geht's weiter. Beim Tankstellenshop gerade eben gab es mal ein Eis. Ja, sehr lecker. Eis und Cola wieder. Boah, das hat wieder gut. Ich bin jetzt bei Kilometer 63. Es geht voran, langsam, aber sicher. Die Abfahrten sind leider immer so schnell vorbei. Aber eins muss ich echt sagen, ausgeschildert ist der bis jetzt richtig klasse. Da fehlt kein Schild, auch bei Umleitung. Alles vorhanden, was das Herz begehrt. Manchmal natürlich ein bisschen klein, muss man ein bisschen aufpassen, aber die Schilder sind da auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht's wieder bergauf.
Ach, hier ist noch langsam, aber ich glaube, es wird auch wieder steiler. Mal sehen, wie weit ich das heute noch schaffe. Der absolute Hammer, muss ich sagen. Sieht einfach nur genial aus. Gerade eben war es so flaches Tal, da konnte man gut fahren. Ja, und jetzt habe ich einen Campingplatz, ja, 15 Kilometer. Aber jetzt kommt noch mal ein starker Berg. Muss ich in spätestens 2 Stunden erreichen. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Die haben nur Französisch gesprochen, aber ich spreche kein Französisch. Aber irgendwie ging es, war okay. Mit klein, le petit ton war das okay. Ja, einfach nur klasse. Es sind nicht die Alpen. Ist nicht das Allgäu, aber ist anders und aber wunderschön. Einfach nur klasse. Ja, let's go zum Campingplatz. Ich habe jetzt schon 84 Kilometer und 15 sind es bis dahin. Bin ja meist 100 bei den vielen Höhenmetern. Heftig, heftig. Aber es ist einfach das beste Wetter. Das ist einfach, es läuft. Die Beine sind gut. Ich kann nur sagen, es ist einfach grandios. Ja. Ich muss los. Durch Travers bin ich. Jetzt geht es wohl an diesem Flüsschen entlang. Ein Traumradweg, ich hoffe bis zum Schluss. Weil es sind nur noch 8 Kilometer, aber keine großen Steigungen mehr. Es ist 16.50 Uhr. Aber das soll ich eigentlich easy schaffen. Eigentlich war da oben mal geplant. Da oben ist auch ein Campingplatz, aber der ist voll. Das habe ich schon wieder irgendwie mit meinen nicht-französischen Kenntnissen hingekriegt, dass sie gesagt haben, nee, das ist voll. Okay. Habe ich verstanden. Aber es sind nur noch 7 Kilometer, wie gesagt. Und wenn das so weitergeht, mega. Musik.
angekommen. Leute, heftiger Ritt heute, über 100 Kilometer. Ich weiß nicht, ich muss noch gleich mal gucken, wie viele Höhenmeter. Wow, hier ist noch Platz für mich. Ein Glück, hier ist ein bisschen Schatten im Moment. Aber sieht echt klasse aus hier, kann man echt sagen. Einfach, ja, die Straße ist im Hintergrund, aber ich werde aber sowas von schlafen. Unglaublich, aber egal. Oh, schnell Zelt aufbauen, alles reinpacken, duschen und tschüss. Viel mehr wird das nicht. Naja, dann nochmal bis gleich. So, angemeldet. 17,60. Einfach vernünftiger Preis hier. Ja, die Straße ist da vorne. Dafür ist auch gleich der Fluss hier. Aber naja, da werde ich nicht viel von mitkriegen, Leute. Ich werde gleich noch was kochen. Fast dasselbe wie gestern, nicht so ähnlich, eine andere Tüte sozusagen. Ja, ganz einfach. Und jetzt Fazit. Ja, Leute, ihr seht es im Hintergrund. Berge. Es sind nicht die Alpen, aber es ist echt toll gewesen. Unglaubliches Streckchen. Streckchen. 101 Kilometer, Leute. Ja, Angeber. Muss natürlich sein. Hoffentlich heute Nacht nicht. 101 Kilometer, fast 1800 Höhenmeter. Komoot hat bei der Planung nur 1200 gesagt. Naja, hat nicht so ganz geklappt. Ich musste nur eine kleine Umleitung, die perfekt ausgeschildert war, wie der ganze Weg. Also das muss ich echt sagen. Also so gut ausgeschildert müsste jeder Weg sein. Manchmal ist es doch recht klein. Könnte man vielleicht übersehen, aber eigentlich nicht. Bei jedem Feldweg oder so steht auch immer geradeaus, weiter geht's auf der 7. Ja, das hat echt Spaß gebracht, hier zu fahren. Es war sehr anstrengend. Gleich heute Morgen Hölle hoch. Das war schon ganz schön heftig im Kalten. Das wird morgen genauso sein. Hier muss ich gleich auch hoch. Aber was soll ich sagen? Es hat sehr viel, diese Aussichten, wenn man da oben ist. Unglaublich. Ne, dieser Berg, wo ich war, Mont Soleil, war doch nicht der höchste. Der kommt erst morgen bei. Der ist noch mal fast 50 Meter Höhe, der kleine Pass. Uiuiui. Naja, und morgen gibt es genauso viele Höhenmeter. Aber heute, klasse Wetter, immer Rückenwind, aber so ein schöner Wind, der einen immer abgekühlt hat. Auch oben war das nicht kalt, wenn man durchgeschwitzt war. Einfach perfekt. Also ich kann mein Glück kaum fassen, dass ich das hier so durchziehen kann. Keine Gewitterfahrt, nichts. 22 Grad Höchsttemperatur. Morgens, was ist das, 11? Alles perfekt. Also ich kann nur sagen, wow. Aber es ist sehr sportlich gewesen, glaube ich. Es war ja noch ein Campingplatz oder anderes noch in der Mitte. Also man kann hier definitiv auch kürzen. Morgen will ich vielleicht nicht ganz so viel. Vielleicht auf dem Campingplatz an Lac de Joux. Das wäre echt toll, wenn ich da hinkommen würde. Es sind nur 66 Kilometer jetzt. Aber viele, viele Höhenmeter natürlich dazwischen. Aber das wäre toll morgen. Aber zweite Etappe. Daumen hoch von 8.30 Uhr bis jetzt, oh, um 5:30 war ich hier abends. Was ein Ritt, kann ich nur empfehlen. Es ist schwer, aber es ist wunderschön. Es ist nicht die Alpen, es ist nicht der Schwarzwald, es ist nicht das Allgäu, es ist so ein Zwischending, es sieht anders aus. Wunderbar und echt klasse. Ja, teuer ist es. Alles, deswegen habe ich auch viel Lebensmittel mit, aber ich habe heute auch wieder Colas zwischendurch gekauft und so. Ja, hier eine Pommes. Na, ich werde euch morgen früh vielleicht nochmal die Preise zeigen. Ja, das ist schon heftig. Eine kleine Cola 380, 033. Ja, dann trinke ich ja Wasser und da tue ich ja immer Magnesium-Tabletten rein. Da ein, zwei Colas habe ich auch noch jetzt hier. Also, das wird echt das klasse Pfingsten, wunderbar. Unglaublich unterwegs. Die Hälfte habe ich jetzt schon rum. Über die Hälfte. Ja, noch anderthalb Etappen, würde ich sagen. Wenn es morgen klappt, ist es etwas kürzer und dann komme ich schon am übernächsten Tag am See, Genfersee, ran. Ja, aber lasse ich mir auf zukommen. Kein Defekt bis jetzt. Alles funktioniert super diesmal. Ja, also kann nur sagen, tolle Bilder hat es bestimmt gegeben. Also sage ich jetzt tschüss, au revoir. Ja, was man hier auch so sagt. Moin, moin, sage ich ja immer. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Oder wie man hier sagt auch,
Salut.